Willkommen, Freunde, zu einem neuen Video bei mir auf dem Channel. Ich bin der Mango, für die, die mich nicht kennen. Heute möchte ich mit euch über ein kleines Thema reden, was mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Denn ich überlege schon, seitdem ich dieses Bike gekauft habe, was ich mit diesem verfluchten Heck mache. Das Heck sieht scheiße aus. Ich mache mal gleich irgendwann eine kleine Nahaufnahme von dem Heck. Dann zeige ich euch das mal. Aber das Heck, original, Leute, no go. Also wirklich nicht schön. Nicht schön. Deswegen soll das verändert werden. Das Problem aber dabei ist, ich weiß nicht wie, verdammt nochmal. Also ich weiß schon, wie es geht, aber ich weiß nicht, welche Art von Heck ich am Ende haben möchte. Weil es gibt da so zwei hauptsächliche Unterschiede, wie man das Heck quasi umbauen kann. Und beide gefallen mir gut. Nur ich kann mich nicht entscheiden, welches ich haben will. Weil beides hat auch seine Vor- und Nachteile, sag ich mal. Beziehungsweise eher seine Vor- und Vorteile. Das Problem ist nämlich, es gibt einmal das Heck. Ah, ich glaube, ich muss euch das Heck eben erstmal zeigen, oder? Weil sonst checkt ihr ja gar nicht, worum es geht. Ich zeige euch das mal eben. Wir halten mal da vorne kurz. Weil, ich zeige euch das Heck erstmal, mein Gott. Hör mal auf zu labern, Mango Boy. Und zeig den Leuten das Heck. So. Also, einfach mal hier schön mitten auf der Street kurz halten, ne? Classic. Auf der falschen Seite absteigen. Oh, richtig scheiße. Nice. So, aber hier seht ihr das Heck. Okay, so sieht das Ganze aus. Wir haben einmal hier dieses weiße Tail mit dem Rücklicht, was übrigens auch sehr cool aussieht. Warte. Cool, oder? Und dann halt dieses ultra hässliche Stück Scheiße hier. Die Blinker, hässlich as fuck. Dieses Ding hier, hässlich as fuck. Naja, das Kennzeichen halt, ne? Und jetzt gönnt euch mal die Gesamtoptik eben kurz, ne? Geiles Bike, richtig schön kurz bis hier. Und dann das Heck. Und dann das... So, und jetzt ist natürlich die Frage... Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir das? Es gibt zwei Varianten, die erkläre ich euch eben kurz. Ich werde dazu wahrscheinlich auch mal ein Bild einblenden dann, damit ihr auch seht, wie das aussieht. So, es gibt zwei Hauptvarianten. Einmal die Variante, dass nur das hässliche Ding rauskommt, da wo das Kennzeichen dran ist, und dieses weiße Tail dran bleibt mit dem Original Rücklicht. Ach lol, ist ja wieder Schule. Random. Es gibt noch eine andere Variante, da kommt das gesamte Heck weg. Also quasi das weiße Tail mit dem Rücklicht und das zum Kotzen das Teil, das kommt auch weg quasi. Das heißt, man muss sich entscheiden, was möchte man haben. Also möchte man quasi das Bike so richtig kurz machen und nur noch, dass man den Sitz quasi sieht und dann kommt schon direkt das Kennzeichen. Ich blende euch mal eben ein Bild ein. Seht ihr das? Seht ihr das? Sieht schon geil aus, ne? Weil dadurch wird das Bike halt richtig kompakt und kurz und dieser Minimalismus-Gedanke kommt nochmal so richtig zum Vorschein, was halt bei diesem Bike natürlich richtig geil ist. Man lässt das Tail da, weil dadurch bleibt nämlich so eine kleine Schwingung im Bike drin, ne? Was halt auch geil ist, das zeige ich euch jetzt auch mal kurz als Einblendung. Ja, genau. Und dazwischen muss ich mich jetzt entscheiden, das heißt, mit oder ohne Tail. So, was ich jetzt quasi, wo ich den Struggle habe, ist, ich finde es mit Tail auch geil, weil ich das Rücklicht geil finde. Und dieses Tail als, das ist ja eigentlich so ein Schutzblech, aber dieses Tail finde ich irgendwie geil, weil es bringt nochmal so eine Kurve ins Bike rein. Was ich einfach geil finde, sieht einfach geil aus. Aber was ich auch richtig geil finde, ist, wenn das Bike einfach kürzer aussieht. Dann sieht es auch richtig geil aus. Also wenn quasi das Tail komplett weg ist, dann ist das Rücklicht zwar weg, das ist ein bisschen schade, weil ich finde schon irgendwie cool, aber dafür ist das Bike so richtig aufgeräumt, richtig kurz, richtig geil. Weißt du, so kurz und knackig, richtig geil einfach. Das ist jetzt halt üser Struggle und ich habe jetzt das Bike schon, keine Ahnung, 2-3 Monate, übrigens 3250 Kilometer geknackt. Und ich weiß einfach nicht, was zum Teufel ich machen soll. Also soll ich jetzt das Heck komplett wegmachen
oder lieber nur den anderen Teil? Und da wollte ich jetzt euch mal fragen, da es ja ein paar Zuschauer gibt jetzt oder ein paar Leute aus meiner mini kleinen Community, die auch regelmäßig meine Videos schauen, was ihr dazu denkt und wie ihr es machen würdet. Vielleicht hat einer ja so richtig einen Gedanken, der mich dazu bringt, mich zu entscheiden. Genau, deswegen dieses Video ist ein bisschen auch für euch oder mit euch zusammen gedacht, dass wir in der Kommentarbox quasi ein bisschen diskutieren und gucken, wie wir die Scheiße mit dem Heck regeln, weil das nervt ja richtig. Oh, dieser Sound, Leute. Einfach viel zu geil. Ja, genau. Also wirklich für mich eine sehr schwere Entscheidung. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Deswegen würde ich sagen, wird das Video heute nämlich ein bisschen kürzer, weil es sich eher auf euch konzentriert, die zuschauen und mithören. Weil ihr könnt dann ein bisschen mitbestimmen, wie das Ganze nämlich gemacht wird und welches Heck wir dann am Ende quasi an das Bike verbauen. Und dann folgt nämlich auch irgendwann dann hoffentlich das Video, wo wir das Heck dann auch mal verbauen. Aber erstmal müssen wir uns natürlich für das Kit entscheiden. Und ich will, dass diese Entscheidung natürlich auch sehr gut bedacht ist, weil dieses scheiß Kit kostet irgendwie 200 Euro oder so. Und das ist halt übelst viel Kohle, Digga. Für so ein scheiß Heck 200 Euro, das ist nur so ein Stück Blech. Richtig übertrieben. Naja, jedenfalls, schreibt es in die Kommentare, was ihr denkt, Leute. An dieser Stelle beende ich das Video. Lasst sehr, sehr gerne ein Like da, ein Abo, falls ihr das Ganze noch mitverfolgen wollt. Würde mich mega freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, Jungs und Mädels. Ciao.